So, und da sind wir auch schon wieder. Wird gar nicht mehr so eine lange Session, wie ich gerade gesehen habe. Uhrzeitmäßig. Hatte ich mir eigentlich mehr vorgenommen heute. Oh, nö. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Nein! Nee. Gibt's hier nochmal? Jo. Sennes. Das ist bestimmt so ein seltener. Nein! Eine Trophäe! Oh ne, wenn ich da jetzt runterjumpe, vergiss es, ey. Ich würde jetzt zwar gern helfen, aber ne. So, wir sollten nochmal was futtern. Ich dachte schon, eben weil so ein komischer Sound. Und dann wurde es so rötlich, da dachte ich, oh Gott, was kommt jetzt für ein Vieh? Immer gern. So. Was haben wir hier eigentlich eben gehabt? Ah, okay. Brauchte ich das nicht sogar? Nordseeder? Brauche ich das nicht für irgendwas? Nordseeder. Dafür könnte daraus kann man einen Speer machen. Okay. Mhm. Ich hätte gern die Federn. Sag jetzt nicht, sonst komme ich hier nicht runter, ey.
gehen wir hier oben weiter. Nee, ernsthaft? Ich habe jetzt keine Möglichkeit hier. Ah, doch, hier. Hui. Was war hier? Was war hier? Was war hier? Ist das mein Wolf, der so nur Geräusche macht, oder was? Hört sich ja gefährlich an. Okay. Höhlenmission. Schwierigkeitsmittel. Mittel. Ich glaube, jetzt sind wir ja, da ist ja auf dieser Map diese rote Grenze. Ich vermute, upsala, vermute mal, dass hier jetzt mehr von den Uja oder wie die heißen unterwegs sind. Und hier hätten wir halt mehr Venja-Gebiet. Und je mehr Außenposten etc. wir hier übernehmen, desto mehr verlagert sich dann die Grenze wieder zu unseren Gunsten. Hat sich da jetzt schon was getan? Nein. Haut ab. Guck mal, die sehen jetzt auch total anders aus hier. Von der Kleidung her. Oder? Überleben in der Kälte. Das nördliche Ödland ist kalt und menschenfeindlich. Mit deiner aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du im Handwerksmenü verbesserte Kleidung herstellen kannst. So, was ist hier also auch noch? Das schafft ja mal! Sehr schön. Gut, verkümmern wir uns wieder. Eigentlich würde ich jetzt gerne mir einen Ort suchen, wo wir nochmal übernachten können, weil jetzt wird es dunkel. Lass mich Ruhe. Mistviecher. Das wird's aber schnell düster, du. Okay. Ah, Lagerfeuer. Sehr gut. Da oben. Ah.
Was? Was? Nee, nee. Hi, Guang. Was zur Hölle ist das Große? Okay, wir wollten ja zu unserem Bro hier. Bring Karosch in den Kriegern der Dorf. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Köln und Winterkleidung aus. Schwierigkeit mittel. Das ist ein Jack, oder? Oh. Oh, das greift an. Ein seltenes auch noch. Warte, ich komme gleich, Bruder. Bring Karosch den Krieger in den Dorf. Okay, das können wir ja. Bau, bau der Brechtar. Udam Shanti. Winja Yaudarsch. Kusakui Haita. Und wo, was, hä? Ach, da. Da.
Dum-di-dum-di-dum. Scheiße, das hat nicht geklappt. Was ist denn? Hä? Ich hab doch aufgeklickt. Schöner Wolf. Takar. Halt die mir warte. Winjara, Narta, Lajarsh. So. Winjaya oder Dachaya? Bauda, Brashtar. Yeah, nice. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Klauen? Wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, hier ist eine leichte Schwierigkeit. Dann sollten wir das vielleicht mal in Angriff nehmen. Weil dann haben wir auch eine Ach, guck mal, hier oben haben wir auch schon mal was eingenommen. Aber die Grenzen verschieben sich trotzdem nicht. Das ist interessant. Jack. Ich brauche Jackfell. Sehr schön. Gut, die macht mein Bruder. Bruderwolf. Okay. Haben wir jetzt genug Jackfell für irgendwas? War das doch. Jackfell, 2 von 5.
können wir mehr Fleisch, mehr Köder tragen, etc. Was ist mit dir? Subrashtar. Warsch. Genau. Was war lag da eben? Ach so, ich wollte ja eigentlich jetzt zum nächsten Leuchtfeuer. Und dann würde ich sagen, starten wir das. Das nochmal dieser komische Stein. Starten wir das in der nächsten Folge. Spitze. Bedanke mich. Bis dann.